Für uns ist das so das Beste, wie man Urlaub machen kann. Und das versteht keiner. Heute geht's an den Drehort von Druck. Mia und Alex, die beiden werden wir sein. Die Klamotten spielen eine sehr große Rolle bei unserem Hobby. Hey, die hat so einen Mantel. Guck mal, die hat so einen Mantel da draußen. Darf ich Sie kurz was fragen? Wir sind auf der Suche nach Klamotten und wir brauchen exakt diesen Mantel. Peinlich ist es nie. Das wäre jetzt... Das ist die größte Lüge. Es ist wirklich, es stimmt sowas von überhaupt nicht. Ich bin Judith, ich bin 29 Jahre alt und ich bin 50% von unserem Instagram-Account Secret Famous Places. Und neben mir sitzt die andere 50%. Ich bin Robin, 31 und Maschinenbauer. Wir sind aber schon eine Weile zusammen, ich glaube 9 Jahre. Ja. Und genau, und haben auch nicht vor, das zu ändern. Auf unserem Account findet man Fotos von Drehorten und von uns, weil wir reisen immer an diese Drehorte und machen dann ein Foto, was möglichst so exakt aussieht wie dieses Foto oder der Screenshot aus dem originalen Film. Die Kamera muss passen, das Licht muss möglichst passen, unsere Klamotten müssen passen, unser Gesichtsausdruck, wenn wir es denn hinkriegen. Also es soll wirklich so aussehen wie die Schauspieler im Film. Manchmal sitzen wir auf der Couch und schauen einen Film und sehen, das könnte zum Beispiel das nächste Bild sein. Aber manchmal ist es auch so, während wir schauen, denkt der eine gerade dran, einen Drehort zu entdecken und der andere sagt, ey, stopp. Und ich erschrecke mich dann ganz oft. Weil ich es meistens sage und du dann schon so halb weggedöst bist. Und dann machen wir erstmal einen Screenshot von der Szene, die wir da gerade gucken. Also generell würde ich sagen, hat unser Hobby schon einen großen Stellenwert, auch so in unserer Beziehung irgendwie, weil es ist halt ein Hobby, was wir gemeinsam machen können, wo wir gemeinsam sehr viel Leidenschaft reinstecken, Zeit, Geld und Nerven auf jeden Fall. Wir haben nichts davon, wir verdienen nichts damit. Es ist einfach die pure Freude und wir freuen uns immer wieder, wenn mehr Follower dazukommen, die dann auch sich genauso über die Fotos freuen. Es ist einfach schön. Manche kaufen sich halt große Fernseher oder so. Das machen wir nicht und dafür fahren wir dann halt an die Orte. Also wir haben auch schon die Variante gemacht, 2-3 Tage zelten, Hostels und günstige Unterkünfte auf jeden Fall auch. Also deswegen so Hotels sind dann schon, also gerade auch wenn es teuer ist, das ist wirklich, wenn dann, eher die Ausnahme. Im Moment haben wir ein Bild von Druck uns vorgenommen. In der Serie geht es um 5 Mädels, die in einer Abitursklasse sind. Anna, du bist es. Tollste, süßeste und liebste Mädchen, das ich je getroffen habe. Wie heißt du nochmal? Kiki. Du wirst wissen, warum ich mich nicht gemeldet habe bei dir. Weil du mir egal bist, Kiki. Die haben halt die typischen Probleme, der erste Freund, Stress mit den Freundinnen, Sexualität finden, ob man schwul ist, ob man lesbisch ist, Stress mit den Eltern, diese ganze Bandbreite, da geht's drum. Das ist jetzt schon echt ganz cool, dass es so die ganz normalen Schüler sind, die man an der Schule auch finden würde. Und das gibt so den Charme von Authentizität. Ich mag das Wort nicht so gerne. Authentizität, weißt du, kannst du sagen? Mhm. Also es ist sehr authentisch, sagen wir es doch so. Das ist bestimmt kein Studio. Nee, das ist gut. Ja, aber von hinten ist ungünstig. Aber das Bild wäre schon cool, muss man schon sagen. Das schon, aber der Hauptteil ist jemand von hinten. Das stimmt. Das wäre. Aber jeder Fan weiß, wer sie ist mit der Mütze und du wärst zu sehen. Ja. Und da kommen wir sehr wahrscheinlich hin, ohne dass wir einen Schlüssel brauchen. Das stimmt. Also das Wichtigste finde ich bei einem Bild immer, es muss schön aussehen. Also das ist so das Allererste. Und dann wäre noch sehr gut, wenn ein Mann, eine Frau auf dem Bild zu sehen sind. Wir hatten auch schon den Fall 2 Männer. Das war dann zum Beispiel einmal Legolas. Dann war Judith Legolas. Ich bin ständig ein Mann. Nein, 2 Mal bisher. Na, schon, da kriegen wir aber mehr zusammen. Nee, 2. auf jeden Fall, das ist halt auch schon gut, wenn 2 Leute zu sehen sind, weil wir ja das Hobby gemeinsam machen. Dann wollen wir auch gemeinsam auf den Bildern zu sehen sein. Also leider, wie so oft, sind sie nicht zusammen von vorne zu sehen. Hast du es ihr gesagt? Aber 1 hätten wir ja. Genau. Und die Klamotten, muss man sagen, kriegen wir auch hin. Du, wie immer schwarz, wie immer. Kein Anzug, hey, aber... So? Das? Das? Ja, den Blick kriegst du nicht hin. Ich weiß. Ich weiß. Also das größte Problem sehe ich bei Judith.
Und zwar, dass sie nicht aufhören kann zu lachen. Das ist ein relativ großes Problem, weil bei den Bildern oft dann doch eine ernste Miene gemacht wird. Und wenn man sich dann Auge in Auge anschauen muss, mit abstrusen Kostümen. Robin so ernst angucken zu müssen, während wir auf irgendeiner Unterführung knien, im Dreck irgendwie, das geht einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Vielleicht ist da irgendwo ein Straßenschild oder was? Regenberger Straße? Nee. Reichenberger Straße. Doch, Reichenberger Straße. Meinst du, die gibt's? Können wir mal googeln. Reichenberger Straße, genau. Erstmal auf Wikipedia. Wir geben den Seriennamen ein, ja. Drehort. Und dann kommt meistens die Stadt oder schon mal das Land, wo es gedreht wurde. Und das war jetzt relativ einfach herauszufinden, dass die Serie in Berlin spielt. Guck mal, da gibt's eine Reichenberger Straße. Ich glaube, Berlin hat auch Street View. Guck mal, die Gebäude sind ausgegraut. Ach so. Nee, guck mal, jetzt sind wir in der falschen... Nee. Also das ist es nicht, nee. Dann müssen wir einfach nochmal in die andere Richtung. Mhm. Hier waren wir eben schon. Nee. Ach nee. Die sehen nur alle gleich aus. Ja. Berlin? Ich dachte echt am Anfang, wir hätten es direkt. Da sieht man jetzt natürlich nicht viel. Ja, was soll man laufen? Dahin die Kröte. Also das ist das Haus, was wir nicht sehen, ja. Aber guck mal, hier sind... Ja, das passt Betonbalkone mit schwarzem Geländer. Guck, das ist das. Da ist eine Klingel und ein Schild. Cool. Und da ist auch ein Schild und da ist eine Klingel. Ja. Sehr gut. Die ursprüngliche Idee hatten wir bei einem Picknick. Und dann saßen wir da und haben überlegt, wo wir als nächstes in den Urlaub hinfahren könnten. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee Drehorte. Dann hat der andere gesagt, ja, cool, Drehorte bin ich auch dafür. Dann haben wir halt weiter überlegt, okay, damit man beweisen kann, dass es wirklich der Drehort ist, müssen wir es einfach so machen, wie man es aus dem Film kennt. Dann, ja, dann kam eins zum anderen, haben wir halt überlegt, wir könnten uns ja auch reinstellen, wie die Schauspieler. Wie dann hätten wir damit gezeigt, dass wir wirklich auch dort selbst waren und nicht einfach ein Bild aus dem Internet genommen haben. Genau. Und wie wäre es denn dann, wenn wir auch die Klamotten anhätten, wie die Schauspieler? Und dann mussten wir beide selber total lachen und haben gesagt, das klappt doch nicht, was für eine Riesenorganisation und was ein Aufwand. Aber dann wollten wir es ausprobieren und damit ist das Ganze gestartet. Die Klamotten spielen eine sehr große Rolle bei unserem Hobby, weil die müssen natürlich möglichst ähnlich sein, damit es dann am Ende auch ein wirklich gutes Ergebnis gibt. Sonst sieht es nicht so gut aus. Von daher versuchen wir uns da schon echt immer Mühe zu geben. Eines der ersten Sachen, die ich gekauft habe, war zum Beispiel dieser tolle Morgenmantel für Downton Abbey. Die haben da ja auch sehr Klamotten an, die man jetzt nicht mal eben so heute kriegt. Und da bin ich in die Unterwäscheabteilung, habe das gefunden und dachte, das muss reichen. Robin hatte einen Anzug an, ich hatte diesen Morgenmantel an und sehr viele Leute haben uns etwas argwöhnisch beobachtet, weil Robin sich dann auch noch hinknien musste, damit wir die richtige Höhe von dem Bild dann hatten. Also knieten wir dort in einem Morgenmantel und in einem merkwürdigen Sakko. Aber ich glaube, das Bild oder ich mag das Bild so sehr, dass ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Morgenmantel zu kaufen. Im Fall von Downton Abbey war es so, dass ich morgens im Bett lag und das war ja unser drittes oder viertes Bild. Da war noch nicht so viel los auf unserem Account. Ich habe halt gesehen, jemand hat kommentiert, habe dann so gelesen, you nailed it. Leg mein Handy wieder weg und dachte, okay, you nailed it. Und plötzlich fiel mir auf, Tom Cullen, den Namen habe ich doch schon mal gehört, guck wieder und sehe, das ist der Schauspieler. Ich habe mich so erschrocken und die Freude war aber auch so groß, habe ich sofort Robin angerufen, der hat, glaube ich, noch gepennt, ging dann so dran, ich so, hey, der Schauspieler hat geantwortet. Und ja, das war dann einfach super, super cool. Requisiten sind schon auch teilweise sehr schwierig. Also wenn man jetzt einen sehr fiktiven Film hat oder Serie, wie jetzt Game of Thrones. Also da ist jetzt nichts mal eben bei irgendwelchen Läden um die Ecke zu kaufen. Besonders absurd wurde es bei Star Wars. Da waren wir am Koma See und die haben ja so außergewöhnliche Kostüme an, dass wir das selber basteln mussten. Da hat dann die Prinzessin Amidala so eine Kette um, die relativ massiv ist. Und da habe ich einfach ein Backblech genommen, habe das dann auseinandergeflext, habe das dann abgeschmirgelt, grob umgebogen und auf die Entfernung sieht man eigentlich die Struktur und auch die Form ungefähr. Aber man würde jetzt nicht mehr erkennen, dass es ein Backblech gewesen ist. Von da? Oh nein. Ja, das ist von hier. Oh nein. Das heißt, die Kamera steht hier. Oh nein. Es war wirklich, wirklich unangenehm. Als wir gesehen haben, dass das der Drehort ist und da saßen bestimmt 30, 40 Leute auf diesem kleinen Platz, wo so ein Springbrunnen in der Mitte war, da haben wir noch gedacht, nee,
das kann nicht der Drehort sein. Also haben wir gesagt, okay, Augen zu und durch und haben uns dann dahingestellt. Die Leute, die standen echt darum, haben ihre Brötchen gegessen und uns lachend zugeguckt. Und ich stand mit diesem Gewand da und dieser Kette. Also das brauche ich wirklich nicht nochmal. Jetzt in dem Fall von Druck, den schwarzen Pulli hätte ich tatsächlich irgendwo bestimmt. Also das ist machbar. Alles andere müssen wir dann schon irgendwie anders besorgen. Erste Anlaufstelle ist unser Kleiderschrank. Wenn es da nicht ist, dann der Secondhand-Laden in Hofheim, da gehen wir oft hin. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS, fahren durch die Stadt. Hey, die hat so einen Mantel. Guck mal. Die hat so einen Mantel da drauf. Was machen wir denn jetzt? Wir weiterfahren. Nein, komm, wir fragen die. Quatsch. Natürlich fragen wir die. Du alleine, das ist mir zu peinlich. Das ist exakt der Mantel, den wir brauchen. Ich frag die ganz kurz. Okay. Darf ich Sie kurz was fragen? Wir sind auf der Suche nach Klamotten und wir brauchen exakt diesen Mantel. Können Sie mir sagen, woher Sie den haben? Das gibt's aber nicht mehr. Ah, verdammt. Schade, weil wir sind tatsächlich jetzt gerade auf der Suche, um diesen Mantel zu kaufen. Okay. Dankeschön, ciao. Also es passt sogar ganz gut von der Farbe. Das stimmt. Okay. Wir waren auch sehr erfolgreich, weil wir die Jacke gefunden haben. Und zwar, jetzt brauche ich eine Freihand, haben wir hier ein Jackett und haben damit eigentlich das Bild oder das Schwierigste von dem Bild eigentlich gefunden. Unsere Freunde wissen schon Bescheid. Wir sagen dann immer, hey, in ein paar Wochen geht's wieder da und dahin. Wir sind auf der Suche nach Klamotten, das sind die Bilder. Dann schicken wir die ganzen Bilder raus und die gucken dann, was passt, schicken uns gegebenenfalls Bilder zurück und dann gucken wir einfach, was zurückkommt. Bei dem Becher war ja das Problem, dass die Farbe ein bisschen außergewöhnlich ist für einen Coffee-to-go-Becher. Und deswegen war dann eigentlich die einzige Option, die wir haben, irgendeinen Becher nehmen, den wir dann anmalen. Der Becher war dann bei Judiths Eltern im Keller tatsächlich zu finden. Das war irgendeiner, der zum Wegschmeißen stand. Und der Trinkbecher ist auch unten türkis. Verdammt. Nebendran noch blau und grün, deswegen konntest du dann sogar eine türkise Farbe draus mischen. Genau. Was ich jetzt nicht hingekriegt hätte. Aber Judith konnte dann halt den Becher türkis anmalen. 2 Stunden später ist es jetzt hier einigermaßen getrocknet und es ist doch deckender, als ich so dachte. So. Ich glaube, so sieht es doch jetzt echt gut aus. Genau, so verbringen wir ab und zu unsere Abende unter der Woche, dass wir dann irgendwo sitzen und entweder noch was nähen oder was kleben oder was streichen, damit dann das Foto funktionieren kann. Also, mittlerweile sitze ich im Zug nach Berlin. Ich habe das ganze Abteil für mich. Robin kann nämlich leider nicht hier sein, der sitzt im anderen Zug, aber wir treffen uns dann gleich in Berlin, hoffentlich. Mit dabei ist aber dieser Kaffeebecher, der angemalte. Und die Klamotten haben wir eigentlich auch soweit alle. Jetzt muss eigentlich nur noch morgen der Drehort klappen. Und es dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Mal gucken. Berlin, Zoologischer Garten. Abfahrt 21 Uhr. Urlaubsziele werden schon nach Drehorten ausgesucht. Also nicht nur danach. Also wir wägen dann schon ab, was man kombinieren kann oder wie man das zusammenstellen kann. Aber mein Horrorurlaub wäre tatsächlich Kreuzfahrtschiff. Ja. Also die ganze Zeit auf einem Ort zu sein mit super vielen Leuten, da würde man mich, glaube ich, nicht drauf kriegen. Nee, da würde ich auch nicht hinwollen. Wir sind im Urlaub am flexibel. Liebsten total flexibel und selbstbestimmt. Wir wollen dann die Dinge machen, die wir wollen. Und deswegen nur wir zwei, ein Auto und das ist eigentlich schon okay. Das finde ich am allerbesten, dass man Sachen sieht, die man sonst gar nicht sehen würde. Es geht uns eigentlich fast in jeder Stadt so. Also sei es Paris, wo wir an Ecken kommen, wo wir sonst nie hingehen würden. Weil man würde zum Eiffelturm gehen und zum Louvre, aber niemals irgendwie an so andere Ecken. Oder sei es Neuseeland, Mount Sunday. Das ist so weit im Nirgendwo, dass wir wahrscheinlich nicht dahin gefahren wären, wenn da nicht Herr der Ringe gedreht worden wäre und wir am Ende in einem Zelt mitten im Nirgendwo geschlafen hätten. Urlaub kann man ja so planen, wie man sich den am sinnvollsten oder wie man Urlaub am besten findet. Und für uns ist das so das Beste, wie man Urlaub machen kann. Und das versteht keiner. Oh,
alle sagen immer, ah, jetzt seid ihr wieder nur auf Achse und jetzt macht ihr immer nur diese Bilder. Ja, das ist die Art Urlaub und Weise, wie wir es machen wollen. Ja. Und die uns erfreut. Wenn wir mal im Urlaub 2-3 Tage dann keine Bilder machen, dann sagt man am 4. Tag schon so, schade. Jetzt wäre mal wieder ein Drehort cool. Heute geht's an den Drehort von Druck und da haben wir jetzt 2 Charaktere rausgesucht, Mia und Alex. Die beiden werden wir sein und hoffentlich finden wir da den Drehort. Wir haben jetzt hier eben rausgesucht, wo wir ungefähr hin müssen. Also die Reichenberger Straße wissen wir jetzt, dass das die genaue Parallelstraße zu der hier ist. Und dann müsste da die Kreuzung sein, die wir suchen. Also ich freue mich jetzt drauf, weil die ganze Vorbereitung jetzt zum Ende kommt und wir jetzt endlich das Foto machen können. Bei uns ist eben eingefallen, dass wir noch einen Coffee-to-go-Becher brauchen, den ich dann halten. Also den exakten Becher haben wir jetzt nicht bekommen. Es gab schwarz oder weiß. Aber wir haben uns jetzt mal für weiß entschieden und ich denke, für jetzt ist das auch in Ordnung. Wir könnten doch davon ein Stück abmachen, wenn das jetzt nicht so dreckig ist. Und das drumherum machen und dann ist es braun. Vielleicht müssen wir das nachher noch ein bisschen optimieren. Ja. Aber ey. Perfekt. Besser als weiß, würde ich sagen. Also je mehr man bei einem Bild selbst machen kann oder je weniger man dafür ausgeben muss an Requisiten, desto cooler ist natürlich das Ergebnis, wenn es dann auch wirklich vergleichbar ist. So genau, das heißt, es wäre jetzt also im Prinzip die Straße. Es sind ab und zu schon mal so Balkone, immer da zu sehen wie hier. Das ist schon mal ganz gut, wobei es in jeder Großstadt sein könnte. Nur auf der Seite, nicht auf der anderen zum Beispiel. Das stimmt. Und das würde ja auch gut mit den Bäumen passen. Jetzt ist es ein bisschen so, dass wenn wir da so lang gucken, ist da was ganz anderes, als ich vermutet hatte, ehrlich gesagt. Bäume. Ja, und eine freie Fläche, also keine Häuser mehr auf jeden Fall. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass wenn wir links abbiegen, dass es dann da ist. So ist ja deine Theorie, oder? Genau. Okay, ja, ja gut. Ja, dann ist ja noch nichts verloren. Ja, das ist doch richtig. Gut. Und das jetzt heißt, zwei dahinter müsste das Rote dann sein. Dann müsste erst das Weiße kommen, genau. Und dann das Rote Sandstein. Das ja. Witzig, stimmt. Hier wollten wir es nicht machen. Genau, und das nächste auch nicht. Wir sind jetzt hier angekommen und es ist tatsächlich der richtige Drehort. Also es ist alles so, wie wir brauchen. Das Haus hat die richtige Farbe immer noch. Da sind sogar die Graffitis noch, soweit ich das sehe. Ja, stimmt. Dann die Balkone, hier sind immer noch türkis. Das Haus da hinten immer noch weiß. Die Bäume haben leider keine Blätter, aber der Rest stimmt. Sogar der Poller hier in der Mitte steht da noch. Das ist nicht oft so, dass wir es so exakt finden und wieder, also dass es immer noch so da ist. Von daher ist das ziemlich cool. Einen Schritt zu mir jetzt bitte. Okay, also einen kleinen Schritt bitte zu mir noch. Noch einen kleinen Schritt zu mir. Das war jetzt ein großer Schritt. Ein Stück zurück. Ich stelle mich auf meine Position und bei jedem Foto gehe ich ein Stück mehr zu dir. Okay. Weil du bist eigentlich. Positionier mich so, genau, dass alles passt. Ich würde sagen, unser Foto von Druck hat super funktioniert. Die haben einen tollen Drehort ausgesucht. Hier war nicht so viel los. Wir konnten hier super arbeiten, sag ich mal. Von daher hat es sehr viel Spaß gemacht, die Serie zu gucken und am Ende auch den Drehort zu besuchen. Wenn das Fotoshooting vorbei ist, dann kommt noch ein letzter Schritt. Dann wird es nämlich bearbeitet. Aber da haben wir Regeln tatsächlich. Für unser eigenes Hobby haben wir Regeln aufgestellt. Und man darf nichts wegretuschieren, man darf nichts hinretuschieren. Also das Bild ist, wie es ist. Das Einzige, was wir machen, ist die Lichtstimmung oder die Farbgebung verändern, weil die jeweiligen Filmproduktionen machen das ja auch. Die geben Braunfilter, Blaufilter, jede Menge Kontrast und so weiter dazu. Und wenn wir das nicht machen würden, dann wäre der Unterschied so groß, dass der Effekt nicht so cool wäre. Von daher, das machen wir am Ende dann schon. Aber ja, ansonsten wird überhaupt nichts am Bild geändert. Meine Grenze, wie lange wir das machen wollen, ist, bis ich keine Lust mehr habe. Erstens also, das? Ja, das ist so die Hauptgrenze, würde ich sagen. Absolut. Oder wenn unsere Kinder, die wir vielleicht irgendwann mal haben, sagen, oh, ihr seid so peinlich, wobei da müssten sie durch. Das wär eigentlich kein Kriterium. Ich würde es eigentlich gerne so lange machen, bis wir auch wirklich das Bild machen können von Wie ein einziger Tag. Genau. Da sitzen die beiden am Ende total alt und runzlig auf so einer Bank. Und vielleicht können wir ja, wenn wir alt und runzlig sind, das Bild machen. Das wäre ja total authentisch dann. Als wenn wir es jetzt machen. Ja, jetzt also müssen wir noch so lange durchhalten. Das sind nur noch ungefähr so 50 Jahre. Mhm.
sind denn eure Lieblingsfilme und eure Lieblingsserien? Und habt ihr denn da vielleicht auch Szenen, die ihr besonders cool findet und auch mal nachstellen wollt? Dann schreibt es einfach uns in die Kommentare. Und vergesst nicht, True Doku zu abonnieren.